Elina Zverjeva, die Weißrussin, bei ihrem ersten Versuch. Und schauen Sie, wie viel Explosivität. Und auch sie mit ihren 34 Jahren hat natürlich die Routine und das Gespür, wie sie die Scheibe aus dem Ring schleudern muss. Und das war der weiteste im ersten Durchgang. 68,64 Meter für die Weißrussin. Und das ist ein Ergebnis. Zverjeva vor Czerniawskaja und Biluda. Noch hat sie alle Trümpfe in der Hand, die Russin. Und jetzt kommt Ilke Biluda. Der war gut, der könnte, sage ich mal, zum zweiten Platz reichen. Eine Aufholjagd ohnegleichen. Was uns imponiert, sie kämpft ja prächtig heute. '66, '86 hatte Czerniawskaja, die Russin und Ilke Biluda. 67,20. Platz 2 jetzt. Sie schiebt sich nach vorne. Also Ilke Biluda mit der dritten Medaille für den DLV. Da haben sie das Ergebnis. Und dass Franka Dietsch sich im Endkampf auf Platz 7 platziert, ist aller Ehren wert. I'll be back.